You know the mask you're playing right now, so you better enjoy the show. Guess who it is? Oh, you really wanna know? Tell me who it is. Cause I really wanna know. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von The Masked Player. Heute sind die Rategäste einmal der Fabian Schob, das ist der, ich glaube, kleine Bruder von Christopher Schob, ich meine, das sieht man eigentlich, vom Spieler der Leipzig Kings. Dann wie immer Volker Thies, das heißt wie immer, aber mal wieder Volker Thies von der European League of Football Fanzone. Und Matthias ist auch dabei von Football. Und ja, es gibt eine ganz kleine Änderung. Sie dürfen weiterhin Ja- und Nein-Fragen stellen. Aber wenn einer die Antwort weiß, darf er reinrufen, lösen. Und dann kann er das Spiel auflösen. Sollte er falsch liegen, ist er raus und die anderen beiden machen weiter. So, Fabian, beginn mit deiner ersten Frage. Spielst du in der Division Nord? Nein. Volker? Spielst du... Warte... Bei Frankfurt Galaxy? Nein. Spielst du in der Offense? In der Offense? Ja. Spielst du bei Stuttgart? Ja. Okay. Spielst du? Na gut, in der Offensive spielt er ja, ne? Ja, hat er gesagt. Bist du Passempfänger? Ja. Okay, du bist Passempfänger. Bist du über 1,87 oder 1,87? Ja. Ist deine Rückennummer zwischen 10 und 15? Nein. Sehr spannend heute. Ach so, 10 und 15, nein. Ist deine Rückennummer zwischen 50 und 90? Nein. Wiegst du unter 95 Kilo? Nein. Kann ich lösen? Klar, wenn du sagst, du willst lösen. Ich will es versuchen. Ich sage oder hoffe, dass du Deutsch sprichst und Englisch sehr gut. Deswegen sage ich David Mesa. Nein. Damit ist Matze raus. Es entscheidet sich zwischen Fabian und Volker. Und ich finde es schon mal sehr geil, dass es auch einer nicht geschafft hat und damit raus ist. Ihr dürft weitermachen. Fabian. Ist deine Rückennummer unter 15? Nein. Lösen? Ja. Bist du Finn Seibert? Nein. Okay, Volker, damit hast du noch die Chance zu gewinnen. Du darfst dir noch ein oder zwei Fragen stellen und dann musst du aber auch lösen. Mhm. Passempfänger. Aber nicht unter... Ah, das ist... okay, warte.
Bist du Running Back? Nein. Bist du überhaupt im Roster zu finden? Das wäre ja auch mal ganz lustig. Anscheinend ja nicht. Ja, Volker, eine Frage gebe ich dir noch und da musst du einfach einen Namen raushauen. Okay. Oh, das ist schwer. Verdammt. Ich versuche jetzt zu lösen. Ich tippe auf. Das kann es aber auch nicht sein, verdammt. Nee. Volker, ich gebe dir jetzt einfach einen Tipp, weil du der Letzte bist. Du kennst sie zu 100%. Ah, okay. Ich kenne ihn zu 100%. So viel Fernsehen, wie du guckst. Okay. Aber Passempfänger und hat schon so viel ausgeschlossen. Ja, ich sage jetzt Paul Steigerwald, aber ich glaube, das hat man schon. Der hatte die 13, oder? War schon, ja, die 18, ich glaube, das kann ich ausschließen eigentlich. Ich komme nicht drauf. Ich dachte, er hat die 13. Okay, maskierter Spieler, könntest du dich einmal demaskieren und vorstellen? Das ist Lukas Klima. Steigerwald ist richtig. Wie viele auch schon, wurde man immer schon öfter als 13 identifiziert, wegen dem Blitz in der 8. Aber ich habe die 18. Ah. Glückwunsch, Volker, du hast es geschafft. Habe ich es auf den letzten Drücker, auf gut Deutsch. Ja, eigentlich mit mehr Glück als Verstand, ja. Paul, also, von da her alles gut. Aber Paul, kannst du dich aber einmal noch ganz kurz vorstellen? Also hast du ja schon genannt, Namen, auch Größe, Gewicht, alles mal ganz kurz sagen und ja. Ja, genau. Also wie gesagt, Paul Steigerwald, Spiel Receiver bei Stuttgart Search, bin 1,98 und knappe 98 Kilo und Nummer 18. Sehr also, cool. Volker, du hast gewonnen, du darfst ihn eine persönliche Frage stellen. Ja, wie groß ist denn inzwischen dein Ultras-Fanclub geworden? Den hört man ja im Stadion lautstark, auch im Fernsehen hat man ihn schon gesehen. Ja, gute Frage, weiß ich selber nicht genau. Also an sich waren es einfach Freunde und alte Teamkollegen, aber dann haben die so Stimmung gemacht, dass rundherum auch noch irgendwelche Leute mit eingestiegen sind und dann jetzt schwer zu sagen, was die richtige Größe ist. Okay. Ich möchte auch noch eine Frage stellen und zwar, du lieferst ja relativ gut ab und hast aber vorher in der 5. Liga gespielt, ist das richtig? In der Regio, 3. Liga war das. Ach, 3. Liga. Genau. Ja, das ist aber bemerkenswert, ja. Also das habe ich mir irgendwo aufgegriffen, dass du in einer unteren Liga gespielt hast, aber dafür hast du dich sehr gut gemacht. Dankeschön. Glückwunsch an die gute Tarnung. Wie gesagt, also Volker wäre wahrscheinlich sonst auch nicht drauf gekommen mit viel Glück. Und ja, ich sage an allen Dankeschön. Außer Matze, hast du noch eine bestimmte Frage? Ich sehe schon, es brennt dir auf der Seele. Nein, ich wollte sagen, dass ich weiß, wo du das aufgeschnappt hast. Und zwar war das dein Trainer, Coach Hansemann. Coach Hansemann, der, genau. Der gesagt, der ihn gelobt hat und als lobendes Beispiel genannt hat für die Entwicklung halt auch von jungen deutschen Spielern, die aus unteren Ligen sozusagen kommen und sich dann halt, oder unteren Ligen, und sich halt entwickeln. Also Respekt dafür auch. Dankeschön. Also wir sind auf jeden Fall jetzt alle Teil von den Steigerwald Ultras. Wenn wir mal im Stadion sind, dann werden wir dich mit anfeuern. Wie gesagt, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich danke auch, wie gesagt, allen drei Rategästen. Es hat Spaß gemacht und ich glaube, die neue Version ist ein bisschen cooler als die alte, oder? Ja, ist spannend. Alles klar. Macht's gut. Ciao. Ciao. You want to know the musket player right now, so you better enjoy the show. Guess who it is? Oh, you really want to know? Now tell me who it is. I really wanna know. You wanna know the musket player right now, so you better enjoy the show. Guess who it is? Oh, you really wanna know? Tell me who it is.
'cause I really wanna know.